Willkommen zu diesem Achtung Fahndung Cold Case Spezial, in dem wir ungelöste Morde und mysteriöse Vermisstenfälle noch einmal ganz neu aufrollen und analysieren. Wie den Mord an Annika Brill. Am 1. Advent 2011, mitten in Hannover, wurde sie getötet. Ein Unbekannter stach immer wieder mit einem Messer auf sie ein. Annika, die hatte da gerade am Handy mit einer Freundin gesprochen und diese Freundin, die musste am Telefon alle Schreie mit anhören. Der Täter, der ist bis heute auf der Flucht. Aber es gibt ein Phantombild und eine Spur, die in Richtung Rostock führt. Annika Brill, 20 Jahre. Die Familie beschreibt Annika als eine junge Frau mit einem großen Herzen, die sich für Schwächere einsetzt. Annika arbeitet ehrenamtlich in einem Altenheim, unterstützt ein Pflegekind in Afrika. Die 20-Jährige hat einen großen Bekanntenkreis, studiert Elektro- und Informationstechnik an der Fachhochschule Hannover. Annika ist sehr christlich. Zusammen mit ihrer Mutter engagiert sie sich in einer freikirchlichen Gemeinde. Sie hat zwei Geschwister und eine 3-jährige Tochter. Mit ihrem Bruder lebt sie in einer gemeinsamen Wohnung mitten in Hannover. Das Haus gehört ihren Eltern. Am 27. November 2011 wird Annika Brill mit 21 Messerstichen vor ihrer Haustür ermordet. Ihre Mutter erinnert sich an den Moment, als sie vom Tod ihres Kindes erfährt. Da hörte ich, dass mein Handy gepiept hat. Das Handy von meinem Mann. Da hatte ein Mieter aus unserem Haus eine SMS geschickt. Wir sollten uns mal melden. Er glaubt, es wäre irgendwas mit Annika. Da rief dann der Beamte an und sagte, können Sie sich hinsetzen, sitzen Sie irgendwo? Und dann wusste ich es eigentlich schon. Dann hat er mir gesagt, dass es ihm leid tut, mir sagen zu müssen, dass meine Tochter an ihren schweren Verletzungen gestorben ist. Anwalt Matthias Waldraff vertritt die Familie des Opfers seit über 10 Jahren, hat eine enge Bindung zur Familie und weiß um den Schmerz, den der Verlust ihrer Tochter in ihnen ausgelöst hat. Jeder sagt, also wenn wir einen Fall aufklären können, wenn die Kripo das schafft, dann ist es dieser. Und ausgerechnet dieser Fall ist auch nach 10 Jahren nicht aufgeklärt. Auch Bildreporterin Corinna Perrefort sucht seit mehr als 10 Jahren eine Antwort auf die Frage, wer ist für den grausamen Mord an Annika Brill verantwortlich? Wer hat die Studentin getötet? Vor ihrer Haustür, mitten in Hannover. Was ist das für ein Täter, der nicht nur eine junge Frau mit 21 Messerstichen ermordet, aber auch noch seine Tat ankündigt? Und das macht diesen Fall ganz besonders. Und man steht wirklich ratlos davor. Bis heute. Das unfassbare Verbrechen. Annika wurde bedroht. Der Täter kündigte den Mord an der jungen Frau an. Und trotzdem konnte er nicht gefasst werden. Wir wissen, dass eine junge Frau ihr Leben verloren hat, die ihre Zukunft noch vor sich hatte, die Mutter eines kleinen Kindes zur Tatzeit war. Das ist etwas, was uns als Ermittler natürlich berührt und belastet, weil es uns gelegen ist, solche Fälle lückenlos aufzuklären. Am 27. November 2011, einem Sonntag, erreicht die Bildredaktion in Hannover die Meldung von einem Mordfall in der Innenstadt. Bildreporterin Corinna Perrefort und ihre Kollegen berichten noch in dieser Nacht über das grausame Verbrechen. Freundin hörte Annikas Todesschreie am Handy. Polizei jagt dieses Phantom. Polizei sucht ihren Mörder bei Facebook. Es war der 1. Advent. Wir hatten Sonntagsdienst, dann sind wir immer ein bisschen früher fertig. Und da kam dann die Nachricht, es ist was passiert. Und da haben wir natürlich gleich einen Fotografen hingeschickt. Und dann wurde auch ganz schnell klar, dass es sich um eine unfassbare Bluttat handelt. Die Kohlrauschstraße 13 in Hannover-Mitte. Es ist Sonntag, der 27. November 2011, der 1. Advent. Gegen 19 Uhr verlässt Annika ihre Wohnung, macht sich zu Fuß auf den Weg zu einem Kiosk. Nur wenige 100 Meter von ihrem Wohnhaus entfernt.
Die 20-Jährige will noch schnell eine Packung Zigaretten kaufen. Als sie den Kiosk verlässt, ruft Annika eine Freundin an. Berichtet dieser, dass sie sich unwohl fühle, beobachtet, verfolgt. Kurz vor ihrer Haustür wird Annika von hinten angegriffen. Ihre Freundin hört am Handy das Grauen, die Schreie. Der Täter sticht mehrfach auf Annika ein, trifft zweimal ihr Herz. Es wird nichts gestohlen, der Täter spricht Annika laut Zeugen auch nicht an. Er sticht nur unvermittelt zu, immer wieder. Regina H., Annikas Mutter, ist zum Zeitpunkt des Überfalls gerade in ihrem Ferienhaus in Rumänien. Eigentlich wollte Annika sogar mit dorthin, doch wegen ihres Studiums bleibt sie in Hannover. Wir haben dann alles eingepackt, ganz schnell, und sind die ganze Nacht durchgefahren, ohne Pause, und waren innerhalb von 12,5 Stunden in Hannover. Und die Polizei war schon vor der Haustür und hat unsere Koffer hochgetragen, hat uns geholfen und hat uns dann mitgenommen aufs Präsidium und uns befragt. Annika wird mit 21 Messerstichen getötet. Mitten in einer belebten Wohngegend von Hannover. Experten sprechen vom sogenannten Übertöten. Denn schon die ersten Stiche waren tödlich. Eine Tat wie im Blutrausch, begangen mit viel Wut. Erst später stellt sich heraus, dass Annika seit längerem bedroht wurde. Zu Beginn der Ermittlung gab es natürlich zahlreiche Ansätze durch die gesicherten Spuren, aber auch durch die Zeugen, die vernommen worden sind. Es gab Zeugen, die den mutmaßlichen Täter bei der Tatausführung beobachtet hatten. Es gab auch Zeugen, die ihn vom Tatort hatten weglaufen sehen. Aufgrund der detaillierten Zeugenaussagen können die Ermittler der Mordkommission dieses Phantombild des Täters erstellen. Die Ermittler sind sich sicher, den Täter zu fassen. Über 500 Hinweise gehen bei der Polizei ein. Doch eine heiße Spur ist nicht dabei. Bei Facebook startet die Polizei einen Aufruf. Es ist das erste Mal in der Geschichte der niedersächsischen Polizei, dass Internetnutzer dazu aufgerufen werden, bei den Ermittlungen in einem Mordfall zu helfen. Nach 4 Tagen war dann schon eine große Suchanzeige, die 170.000 Mal, 2011 war das wohl bemerkt, geteilt worden ist. Und es kamen auch unglaublich viele Hinweise. Diese Flut konnte die Soko Annika gar nicht verarbeiten, dass man auch sehr schnell die Suche dann über Internet eingestellt hat. Nach der Überprüfung von Annikas Kontakten bittet die Kripo insgesamt 700 Männer um eine DNA-Probe. 420 willigen ein, eine Speichelprobe abzugeben. 280 Männer verweigern sich. Ist möglicherweise einer von ihnen der Täter? Bis heute haben die Ermittler darauf keine Antwort. Wider Erwarten geraten die Ermittlungen ins Stocken. Der Täter wird nicht so schnell gefasst, wie ursprünglich gedacht. Beamte der Polizei durchsuchen darum noch einmal die Gegend rund um den Tatort, hoffen auf weitere Hinweise und Beweismittel. Nicht weit von Annikas Wohnung befindet sich ein großes Bahngelände, hier links im Bild. Es ist denkbar, dass die Tatwaffe, ein Messer, wahrscheinlich vom Täter hier in diesem Bereich weggeworfen wurde. Hier ist der mögliche Fluchtweg nach der Tat vom ersten Advent. Hier ist eine Böschung, ein Bahndamm, und es ist denkbar, dass hier die Waffe weggeworfen wurde. Doch die erneute Suche nach der Tatwaffe bleibt auch dieses Mal erfolglos. Den Kriminalbeamtinnen und Beamten ist im Fall Annika B. kein Vorwurf zu machen. Sie haben innerhalb Hannovers, außerhalb Hannovers, bundesweit alle Maßnahmen getroffen, Ermittlungsmaßnahmen realisiert. Kurze Zeit später erfahren die Ermittler, ein halbes Jahr vor der Tat wurde Annika von einem Mann mit dem Tode bedroht. Das bestätigt ihre Mutter in einem TV-Interview. Annika, das musst du der Polizei sagen. Ach, ich habe erst gefragt, kennst du den? Wer ist das denn? Das wollte ich natürlich erst mal wissen. Und da hat sie gesagt, ach, den kennst du nicht.
habe ich gesagt, wie, den kenne ich nicht, wo kommt der denn her? Und ich habe dauernd versucht, irgendwie einen Zusammenhang herzustellen, dass ich das verstehen konnte, weil das für mich so, ja, ist erst mal ein Schlag von überfordernd war, ja. Und dann habe ich, dann hat sie mir das aber nicht verraten. Sie hat erst gesagt, ja, der kommt aus den neuen Bundesländern. Und dann habe ich natürlich gedrängelt und dann hat sie mir den Ort auch noch gesagt. Und dann habe ich gesagt, du musst das unbedingt der Polizei sagen. Als meine Tochter gestorben ist, ist ja der Schmerz zurückgeblieben und der tat einfach 24 Stunden am Tag weh. Welches Chaos sie in meinem Leben angerichtet haben. Dass es weit mehr ist, als dass da nur ein Mädchen weg ist. Obwohl mehrere Zeugen den Täter beschreiben können, verläuft die Öffentlichkeitsfahndung erfolglos. Ein Fahndungsaufruf der Polizei Hannover wird innerhalb von 4 Tagen über 170.000 Mal auf Facebook geteilt. Eine Vielzahl von Hinweisen gehen ein. Hunderte Personen, die mit Annika in Kontakt standen, werden überprüft. Matthias Waldraff hat als Anwalt der Familie Einblick in die Ermittlungsakten. Und bis heute ist er sich sicher, dass eine dieser Spuren zum Täter führt. Aufgrund der Vielzahl auch von Facebook-Spuren sozusagen der Menschen, die mit Annika B. in Kontakt standen, gibt es eine solche Unmenge von einzelnen Spuren, Ansätzen, dass natürlich die Möglichkeit besteht, dass da irgendwann auch mal was durchgerutscht ist. Und das arbeite ich gerade akribisch nach, dauert. Und Mord verjährt hier nicht bei uns. Und da sollte sich kein Täter sicher fühlen. Von Annikas Mutter erfahren die Ermittler, dass die Studentin bedroht wurde. Ein halbes Jahr vor ihrer Ermordung erzählt Annika dies ihrer Mutter. Sogar ein Datum nennt der Täter. Beim Gehen hatte Annika dann plötzlich gesagt, ach Mama, ich muss dir noch was sagen. Da gibt's einen Mann, der will mich umbringen. Und das war jetzt auch so ein bisschen typisch für meine Tochter, völlig aus dem, ohne irgendeinen Kontext dabei zu haben, haut die solche Sachen raus. Mhm. Und ich habe gesagt, wie, da will ich jemanden umbringen. Ja, der hat gesagt, ich komme im November und dann hole ich dich. Die Mutter hat natürlich intensiv nachgesetzt, wollte dazu weiteres hören, Einzelheiten hören. Und die Tochter hat ihr das immer verweigert, hat nichts dazu gesagt. Ich habe das dann auch an die Ermittlungsbehörden weitergegeben und habe dann auch eine Ermittlungsanregung zu der Herkunft dieses Mannes geben können, die in Richtung Rostock zielte. Ist das der Mann, der Annika Brill ein halbes Jahr vor der Tat mit der Ermordung gedroht hat? Hat er die Drohung dann im November 2011 wahrgemacht und Annika mit 21 Messerstichen getötet? Mithilfe des Phantombilds weitet die Mordkommission ihre Ermittlungen nach Mecklenburg-Vorpommern aus, in die Gegend rund um Rostock. Es wurden mögliche Kontakte Annikas nach Rostock und Umgebung überprüft. Es konnten auch einige Personen in dem Bereich ermittelt werden, die Annika gekannt haben konnten. Aber auch diese Überprüfung der dort ermittelten Personen ergab keinen Hinweis darauf, dass einer von diesen als Täter in Betracht kommen könnte. Das heißt, alle Facebook-Kontakte von Annika in der Gegend von Rostock konnten nicht dem Mann auf dem Phantombild zugeordnet werden. Noch immer stellen sich die Ermittler die Frage, war der Messerstecher einer ihrer vielen Bekannten oder war Annika doch nur ein zufälliges Opfer? Ein Jahr später, zum Jahrestag von Annika Brills Ermordung, wendet sich die Polizei erneut an die Öffentlichkeit, verteilt Handzettel, setzt eine Belohnung von 5.000 Euro aus. Doch keiner der Hinweise liefert die entscheidende Spur. Die Staatsanwaltschaft stellt die Ermittlungen ein. Der Fall Annika Brill wird zum Cold Case. Man glaubte auch, wenn jetzt die Soko da arbeitet, dass man innerhalb von 2-3 Wochen zumindest den Bekanntenkreis und Freundeskreis von Annika so durchleuchtet, dass man so einen Mann findet. Aber es war ja nicht so. Der Mord an ihrer Tochter hat Annikas Mutter schwer gezeichnet. Vor allem ist für sie nur schwer zu ertragen, dass sie auf die eine Frage bis heute keine Antwort hat. Warum musste mein Kind sterben? Deshalb beschließt sie, an einem bundesweit einmaligen Projekt teilzunehmen. Sie trifft im Gefängnis einen verurteilten Mörder.
innerlich schlucken musste ich, als die Täter natürlich auch ihre Geschichte erzählt haben. Und der eine Täter hatte seine Tat mit einem Messer verübt. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, wow, da habe ich wirklich schwer schlucken müssen, weil ja auch meine Tochter mit einem Messer ermordet wurde. Und das ging mir schon ganz schön nah. Ich konnte den ganzen Schmerz mal aus mir rauslassen. Ich konnte ihn in den Raum stellen. Und dann hatte ich plötzlich das Gefühl, wow, mein Schmerz ist jetzt hier im Hochsicherheitstrakt. Und der kann jetzt gar nicht mehr zurück. Ich habe Annikas Mutter versprochen, dass ich, bis wir diesen Täter haben, da auch dranbleibe und auch die Kripo unterstützen werde. Und ich habe ein sicheres Gefühl, dass am Ende der Mörder von Annika gefasst werden wird. Auch Polizei und Staatsanwaltschaft Hannover geben nicht auf. Um Annika Brills Mörder zu fassen, fragen sie die Bevölkerung. Wer erkennt den unbekannten Mann auf dem Phantombild aus dem Jahr 2011 wieder? Und welche Person hat nach dem 27. November 2011 ihr Aussehen oder ihre Verhaltensweisen geändert? Darüber hinaus appellieren Polizei und Staatsanwaltschaft an mögliche Mitwisser und Zeugen, sich zu melden. Jeder Hinweis, auch wenn er nach Jahren noch kommt, weil sich plötzlich jemand durch diese Berichterstattung wieder an den Fall erinnert oder sagt, da habe ich doch irgendwie in der Erinnerung noch jemanden, der hatte doch mal zu Annika irgendeine Beziehung oder hat mal etwas verlauten lassen. Alles, was so aus der Erinnerung herausgekramt wird, wäre für uns wichtig und könnte uns bei unseren weiteren Ermittlungen helfen. Ob Täter, Mitwisser oder Zeugen, melden Sie sich bei der Polizei Hannover. Erleichtern Sie Ihr Gewissen. Denn jedes neue Detail, jede Information kann dazu führen, dass aus dem Cold Case Annika Brill nach mehr als 10 Jahren ein aufgeklärter Fall wird.